Hallihallo und herzlich willkommen bei Team GVM, heute mit einem weiteren Opening und zwar, wie soll es anders sein, die Premium Gold 3. Wir haben uns insgesamt 13 Displays gegönnt, davon haben wir jetzt hier 8 auf dem Tisch liegen. Einmal die große Box, um uns ein wenig Zeit zu sparen, haben wir die noch so gelassen, ansonsten haben wir die Booster am Start. Daniel ist bei mir, Mike ist bei mir, ja und ich, der Dennis ist auch da. Wir fangen auch direkt an. Mike hat die große Ehre, das erste Booster zu öffnen. Auf geht's! Auf geht's! Jawohl, und wir wollen alle 10 Giant Hands ziehen. Mindestens. Jawohl, da ist doch schon fast eine. Ja, Alic. Oh, ein Vector. Irgendwas anderes. Und eine Gluthexe. Ich brauche das Licht mal von oben, bitte. Perfekt. Das Video natürlich unterstützt und durch... Dante. Da ist Dante, eine Blitz-Chidori. Oh, die Karte, die der Dicke unbedingt haben will. Nochmal die Fallkarte von dem, was auch immer das war. Und eine Cosmo-Town, ist das, glaube ich? Ja. Ja, es sind auf jeden Fall starke Reprints drin. Wir haben BA-Reprints, wir haben Cosmo-Reprints, was das Deck richtig krass runterdrücken wird vom Preis. Es gibt Shortprint-Karten wie der... Big Eye. Genau, der ist aber keine Shortprint. Aber noch eine Dings, eine BA, was ist das? Ah, der neue Monarch, ja? Ein Baumärchen. Ach, ein Baumärchen, alles klar. Ein dickes Farmgirl. Ein Farmgirl, auch alles im Preis gesunken, es ist unfassbar. Alles, ja. Da haben wir noch eine Fehlerhafte Verhaftung, genau. Zieh ruhig durch, Magie. Liebitsch. Oh, ein Galaxy Cyclone, auch Shortprint-Karte. Nochmal zu den Shortprints. Wir haben Geister-Oger und Schneehase als Shortprint. Wir haben den Emerald als Shortprint. Die 106 ist ein Shortprint. Eccentric ist ein Shortprint. Das sind natürlich auch die Karten, die dann von dem Set noch Geld kosten. Ein Cowboy. Jawohl, den brauchen wir unbedingt. Was merkst du? 2. Oha. Nee, das war ein Fahrer. Und ein Cosmo-Lichtschwert. Jawohl, die Karten haben wir auch gebraucht. Erzähl ruhig was du da so ziehst, Mike. Alles in Ordnung. Der ist halt schon ein bisschen älter, der braucht ein bisschen. Dicke M7s. Ne, Plejaden. Entschuldigung, Plejaden. Eine Stormford. Ein Kalkab. Eine irgendwas. Übereinstimmung des Königs. Oh. Und eine Zeitraumfallgrube. Jawohl, die ist auch gut. Ja, wir haben, wie man sieht, ein paar Booster zum Öffnen. Ein Dweller. Das ist Mikes Lieblingskarte, die er sich immer ranholt. Noch eine fehlerhafte Verhaftung. Ein Barbar. Oh, ein Barbar. Das sieht aus wie die neue Monarchenkarte. Ja, Froststoß. Ein Dogfighter. Wie wir sehen, Cosmo-Karten in Gold Secret Rare. Man mag ja von den Karten halten, was wir wollen. Was er gesagt hat, Jesu, findet ihr das gut? Gold Secret? Ist cool, ne? Na klar, ne? Jawohl, da haben wir schon die erste Spielkarte. Und zwar eine Stürmische. Ein Rubitsch. Oh, dann noch ein Plejaden. Ein was auch immer. Oh, und ein großes Horn. Die hat auch ihren Foilprint bekommen in diesem Set. Da haben wir schon einen dicken Fortress Dragon. Ein Maxi. Das erste Maxi. Ja, hier. Einen Lüsterpendel, der auch seinen Reprint endlich bekommen hat. Oh, eine Synchro und ein Goldzüge, die sieht cool aus. Trügerischer Herrscher und mit blablabla. Alles klar. Schwer so. Ne? auszusprechen, aber ja. Ganz cool. Alles klar, schwer auszusprechen, aber ganz cool. Ist auch mal gut. Eine M7. Oh, der habe ich sogar vorhin schon mal auch zufälligerweise gezogen in ein Pack. Da, der nächste Fortress Dragon, wunderbar. Da ist ein Eccentric, das ist die erste Shortprint-Karte hier, die wir gerade gesehen haben. Super cool, ging vorher in Secret Rare um die 60 Euro mal, ist dann runtergegangen, als der Reprint bekannt wurde. Und eine Beatrice! Da werde ich aber heiß. Die Karte freue ich mich nämlich schon sehr, sehr lange als BA-Spieler. Sieht auch wunderbar geil aus, die Beatrice. Oder da ist die nächste Chidori. Brauche ich für mein Yosenyu noch? Ein Virgil. Da haben wir Nummer. Was ist das? 37? Hm. 37, sehr gut. Und ein normales Horn des Himmels. Auf die freue ich mich in der Variante übrigens auch. Gold Secret. Ich bin ein großer Fan von Gold Secret. Und das Horn habe ich zwar in Ultra natürlich rumliegen, allerdings in Gold Secret nochmal was anderes, ne? Was haben wir da? Das ist ein Bahamut Shark. Oh, eine Draco-Konfrontation. Draco Face-Off, die hoffentlich auf 1 geht. Ein Dante-Pilger.
Das ist wieder Nummer 38. Haben wir heute schon Aktionen gesehen auf DevPro. Und eine Icehand. Icehand und Feuerhand ihre Resets bekommen. Ich glaube, wir haben vorhin schon mal eine Hand gehabt. Ja, da liegt sie. Na klar, da liegt sie. Ein Zier. Ein Zier. Ein Rosenrache. Oh, ein Rosenrache, den braucht man auch immer. Der erste Notfallteleport. Oh, und ich weiß, dass Mike unbedingt einen braucht. Und noch eine Beatrice. Die zweite Beatrice. Mike, du weißt ja, wo die los ist, ne? Oh, schöne Karte. Schöne Karte. Da geht's. Da, ein Graf. Oh, schön sehen die Gold. Die sehen auch schön aus, ne? Das ist geil. Der nächste Lüster Panel, den brauche ich auch noch. Unbedingt. Jawohl, Alter! Giant Head, Alter! Die Money Card des Sets. Geht mit knapp, ich glaube, 23, 24 Euro oder so. Schönes Ding, GZ. Nochmal. Der sie nicht braucht, zieht sie natürlich. Der, der sie nicht braucht, ja. Da geht's. Deine Reasoning. Endlich ihren Vollprint bekommen. Ihren vernünftigen. Ein Skarm. Da ist ein Skarm, ja. Jawohl, ich finde, die sehen so geil aus. Ein Vektorpendel. Das ist nochmal der neue Monarch. Und eine weitere Zeitraumfalle. Ein Cowboy. Ein Cowboy. Ein Mask Change 2. Ein Dragic. Oh, das ist eine neue Karte von den Phantom Knights. Mhm. Und ein Dark Destroyer. Ein Dark Destroyer. Auch keine günstige Karte. Also im Vergleich natürlich zu was sie davor ging, wird irgendwie 120 Euro und jetzt ziemlich weit abgesagt. Durch die Reprints ist es ganz normal. Die Gold Reprints sind immer sehr günstig. Da haben wir einen Spaßvogel. Wunderbar. Noch eine Stormford. Was ist das? Ein Kagner. Mhm. Irgendwas Gerümpelmäßiges. Und ein großes Horn. Jetzt geht aber los hier. Es werden sogar schon die Gerümpels reserviert. Wir haben schon einige tolle Karten. Also das Set ist wirklich geil. Reprints ohne Ende. Oh, da haben wir zum Beispiel einen sehr starken Reprint. Den rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrachen. Gab es vorher in Secret, glaube ich, und Ulti. Und Ghost. Ich habe ihn sogar noch in Ulti. Nochmal eine fehlerhafte Verhaftung, ein Liebitsch. Eine, oh Gott, was ist das? Nummer 84, Schmerzsucher. Mm. Hört sich irgendwie merkwürdig an. Und dahinter ist noch eine Feuerhand. Sah aber cool aus, oder? Hatte was. Das wird in Mike sein vorletzten Booster sein. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall eine Gehirnwäsche aufheben, was glaube ich. Dragic. Ein Bahamut-Shark. Oh, das sieht auch wieder cool aus. Das ist die Nummer 38, hatten wir vorhin schon. Und noch eine Zeitraumfallgrube. Mike, brauchst du die Zeitraumfallgrube noch? So oft nicht. Oh, so. Trotzdem tolle Pulls bis jetzt. Da noch eine Draco-Face-Off. Oh, da kommt gleich was Schwarzes. Aber es ist ein Dweller neben dem Kackner. Alles klar. Mach mal eher was nicht so Interessantes. Und die dritte Beatrice. Ja, du pullst ja aber auch die Beatrice aus den Boostern. Ziemlich frech. Jo Leute, es waren erstmal 10 Booster und wir schauen mal, was wir in den nächsten 10 haben. So, das war die PGL 3 Infinite Gold. Wir haben eine Menge gezogen, wir haben Geister Ogre gezogen, wir haben Eccentrics gezogen, wir hatten 2 Giant Hands bei 13 Displays. Wir haben so ziemlich alles an BA gezogen und wir haben jetzt ziemlich viele Karten. Wir haben einen erschöpften Mike, einen fertigen Daniel und viel, viel Müll und noch viel mehr Müll und viel mehr Karten. Wir bedanken uns bei den Zuschauern. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer Dank an Ultimate Guard, Card Marketing und Textildruck Wismar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.